kommen wir zu einem weiteren wichtigen Teil des Ganzen. Und zwar, hier oben sieht man schon, wichtig, wichtig, die Projektleitung. Da drinnen sitzt der Paul und wir gehen rein. Wir hätten jetzt warten können, aber wird überbewertet. Paul, grüß dich. Paul, jetzt aber gut mit Solitär spielen. Nein, natürlich nicht. Natürlich. Paul, ich habe es eben schon angekündigt, du bist hier die Projektleitung. Klingt super wichtig. Total wichtig. Ist so? Ernsthaft mal. Wie kann man sich so einen Tagesablauf bei dir vorstellen? Naja, hier auf Veranstaltungen ist das natürlich was anderes als im Büro. Da muss man tatsächlich einfach gucken, dass jeder vernünftig miteinander redet. Und je besser ich das mache, desto weniger habe ich hier bei den Veranstaltungen zu tun. Ich habe ja lesen dürfen in meiner Vorbereitungsliste, du wurdest mal eingestellt als Magnikant. Magnikant. Magnikant, ja. Natürlich. Ja, ja. Ja. Was bedeutet, ich habe das noch nie gehört und das hört sich für mich erfunden an. Das ist ein interner Kunstbegriff, der abbilden soll, dass wir mit dem Magnifest hier auch das Braunschweiger Stadtfest lange Jahre gemacht haben. Und das ist so ein ganz guter Einstieg als Praktikant. Wenn man so im Studium ist, dann kann man da so ein bisschen Standflächen an Gastronomen vermarkten. Und das war so der Einstieg vor 6 Jahren. Was war so dein Highlight? Highlights sind, bei uns ist eigentlich eher so die Show der Star. Hier so bei Poppins Classic, das ist echt der höchste Identifikationsfaktor so für mich. Das ist einfach toll, hier jedes Jahr wieder sehen zu können, wie das Publikum damit reagiert, was wir so uns ausdenken. Und ansonsten, ja, ich bin so derjenige, der die Großveranstaltungen bei uns zusammenhalten soll. Das NDR 2 Soundcheck Festival in Göttingen ist eine ziemlich große Nummer. Und Kunst Classic ist aber für mich schon so ein persönliches Highlight jedes Jahr. Das heißt, du bist dann auch derjenige, der im Zweifel auch mal durchdreht, wenn man nicht spult. Nee, ich glaube, durchdrehen passiert bei mir extremst selten. Also ich versuche eigentlich eher durch Ruhe und möglichst... Charme? ja, vielleicht. Möglichst schnelle Reaktionen irgendwie, Krisen zu vermeiden. Es gibt halt eigentlich immer nur Lösungen. Man muss sie nur finden. Butter bei der Fische. Was ist heute schon schiefgelaufen? Heute noch nichts, erfreulicherweise. Das ist extrem ungewöhnlich. Aber wir hatten schon gestern ein überbuchtes Hotel, wo wir dann kurzfristig noch 5 Leute umbuchen mussten. Diverse Effekte zünden immer mal nicht. Aber das Schöne ist ja, das Publikum merkt das meistens nicht. Wenn sich ein Sänger versingt, dann ist ja, das merkt man relativ schnell. Aber wenn irgendein Effekt, den man sich ausgedacht hat, nicht funktioniert, weiß ja keiner, dass er da hätte passieren sollen. Das ärgert einen dann nur selbst, aber kann man etwas entspannt mit umgehen. Gibt es denn heute irgendwas Großes, was geplant ist, wo du jetzt schon sagst, huiuiui, das könnte auch ganz böse in die Hose gehen? Wir haben eine tolle Szene uns überlegt, wo der komplette Backdrop hinter der Bühne runterfällt mit so einem Kabuki-System, einem Klammersystem, und das ist relativ fehleranfällig. Also im schlimmsten Fall fällt der Vorhang nicht. Bei uns fällt der Vorhang, aber boah, was für eine Überleitung, ne? In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Paul. Schön, schön weitermachen und wir gucken mal, wer hier noch so rumläuft, schwört. Viel Spaß dabei. Alle nett hier.